Ich begrüße dich zum heutigen Video, wo es darum geht, Runden richtig zu vergleichen. Jetzt, was meine ich damit? Viele sind am Schluss der Runde enttäuscht, wenn sie ein Resultat sehen, die sie gespielt haben, weil sie nur die Zahlen miteinander verbinden. Sprich, gestern hatte ich 75 und heute habe ich 80 gespielt. Nun, die beiden könnten super Resultate sein, weil am einen Tag das Wetter und alle Bedingungen optimal waren und am nächsten Tag war das Wetter absolut katastrophal. Und die Fahnenbedingungen waren zum Beispiel schwierig oder das Green war nicht gemäht oder die Fairways waren nass und so weiter und so fort. Also, wenn du Golf spielen gehst und du liegst immer im gleichen Divo oder an der gleichen Stelle bei den 18 Löchern, dann würde ich sagen, dann vergleichen wir doch mal Runde für Runde, nehmen aber trotzdem den Faktor Golfplatz raus, weil die Fahnen nicht immer am gleichen Ort stecken und die Pflege wahrscheinlich nicht immer die gleiche ist, wenn du spielen kommst, und wir nehmen den Faktor Wetter raus, weil das Wetter ja auch nie gleich ist, sprich auch die Temperaturen, wenn man Golf spielen geht. Manchmal spielt man früh, manchmal spielt man spät und der Luftdruck ist auch nicht mehr das gleiche und die persönliche Einstellung, ist man ein Morgenmensch oder eher ein Nachtmensch, spielen hier auch noch eine Rolle. Wann gehe ich Golf spielen, um meine Leistung abrufen zu können? Mit wem spiele ich zusammen? War das eine angenehme Runde oder war das eben heute etwas mühsam aufgrund von? Tja, aber wie kannst du erfolgreich Runden analysieren? Weil das ist sehr wichtig, um zu schauen, machst du Fortschritte oder nicht? Und der heutige Tipp wäre wie folgt. Das Einzige, was du eigentlich messen kannst, ist, wie gut du deine Bewegungen ausgeführt hast. Sprich, einen Driverschwung oder ein Eisenschwung oder ein Holzschwung oder ein Putt oder ein Chip oder ein Bunkerschlag. Wie gut hast du diese umgesetzt? Und war, bevor du zur Umsetzung gekommen bist, war das die richtige Entscheidung, an dieser Stelle diesen Schlag hoch, flach, nach links, nach rechts, normal, gerade auszuführen? Also, gibt es immer eine Phase, wo man evaluiert, was ist hier zu tun? Dann gibt es eine Vorbereitungsphase, wie fühlt sich zum Beispiel der Schwung an? Bis zum Hinstellen, bevor man im letzten Teil in die Golfbewegung geht. Und wenn man dann den Golfschwung ausgeführt hat, kann man anschließend schauen, ja, habe ich die richtige Entscheidung gemacht? Heute sind es zwei Schläger mehr, weil der Golfball nicht fliegt zum Beispiel. Ja, das habe ich angepasst. Dann passiert hier keinen Fehler. Habe ich mich richtig vorbereitet? Ja, ich habe mich mit den Probeschwüngen eigentlich so geschult, dass ich weiß, was ich machen muss. Bin auch richtig hingestanden. Und in der dritten Phase habe ich ebenfalls einen guten, aber nicht den perfekten Golfschwung ausgeführt. Und deshalb ist der Ball nicht genau dahin geflogen, wo ich wollte. Also waren eigentlich fast alle Faktoren waren gut. Außer ein kleiner Schwungfehler, der halt verursacht hat, dass der Ball nicht genau an das Ort hinging, wo ich wollte. So, und wenn du jetzt zum nächsten Golfschlag gehst und du versuchst genau dieses kleine Element, was noch nicht so gut war, beim nächsten zu verbessern, dann wirst du ja, wenn das der erste Schlag der Runde gewesen wäre und du würdest so weiter verfahren, dann würde am Schluss von 18 Löchern eine Runde zusammenkommen, die maximale Golf-Performance zulassen würde. Und an einem solchen Tag, wo es dir gelang, im Fokus so dabei zu bleiben, ist auch mental eine Stärke, oder ist, glaube ich, mentale Stärke, was man ja braucht, um eine super Golfrunde spielen zu können. Also in diesem Sinne, ab ins Tunnel,
versuch die Sachen so gut wie möglich umzusetzen. Und am Schluss kannst du dann bei der Rundenanalyse dann sagen, ja, es gab ganz wenige Golfschläge, die mir misslungen sind heute. Einmal, weil ich den falschen Schläger gewählt habe, zweimal, weil ich vielleicht nicht richtig hingestanden bin oder mich nicht wohlgefühlt habe. Und ich habe 6 Golfschwünge gemacht, die ich eigentlich besser machen könnte. Und deshalb ist mir der Ball weg. Und darum habe ich jetzt am Schluss dieses Resultat bekommen. Und dann ist vielleicht eine 80er Runde genau eben die super Runde, die an diesem Tag möglich war. Weil auch Bedingungen und so weiter und so fort. Schau dir gerne dieses Video an, wo ich zu der maximalen Golf-Performance dir etwas detaillierter Auskunft gebe. Und vergleiche dann für dich, aufgrund von den Situationen, was war denn heute möglich und was war eben nicht möglich. Und so werden dann Rundenanalysen ganz einfach, klar, objektiv. Nimm die Emotionen raus, nimm die Erwartungen raus, weil wenn Emotionen und Erwartungen an die Front gestellt werden, da hast du noch nichts gemacht. Außer vielleicht emotional reagiert. Und wenn diese Emotion einen Einfluss hat auf den nächsten Golfschlag, weil du verärgert bist, dass der Ball nicht ins Loch ging oder der Ball ins Ausflog, dann wird beim nächsten Golfschlag, bei der nächsten Ausführung, wenn du das mitnimmst, nicht die Performance kommen, die eigentlich vorhanden wäre. Also Emotionen und Erwartungen, wenn du erwartest, dass der Ball gleich weit fliegt wie gestern, obwohl die Bedingungen vom Wetter her nicht stimmen, dann wirst du einen schlechten Golfschlag machen, weil du mit den Erwartungen hingehst. Also lass diese weg. Bleib im Moment und schau, dass du hier alles richtig machst. Vom Aufsuchen des Ziels, der Wahl des richtigen Schlägers, den Schulungsschwüngen. Ich nenne sie Schulungsschwünge, weil es sind nicht Probeschwünge in meinem Sinn, sondern ich schule mich für den bevorstehenden Event, damit ich den optimal ausführen kann und gehe dann sorgsam und achtsam hin, sodass alles richtig aufgeleist und in Balance anschließend ist. Schau nochmal und gebe nun den Ball Richtung Ziel ab und analysiere am Schluss, ob ich alles richtig gemacht habe. Und gehe dann zum nächsten Schlag. Wenn man am Schluss nach 18 Löchern sagen kann, man hat sein Bestes gegeben, man war bei jedem Schlag im Tunnel, dann hat man sein Bestes ja gegeben und von daher sollte die Runde erfolgreich gewesen sein. Jetzt gibt es immer wieder Leute, die spielen halt besser, weil Erster zu werden braucht auch noch etwas Glück dabei. Bei manchen geht der Ball am Loch vorbei, bei den anderen geht er ins Loch. Und ja, mit dem muss man umgehen können. Und von daher, lass die Emotionen und die Erwartungen weg. Versuche immer bei jedem Schlag dein Bestes zu geben. Und somit wirst du auf deiner Erfolgsrille weiter reiten können. Und wünsche dir dabei viel Spaß und Vergnügen beim logisch Denken, Handeln und besser werden bei deinem Golfspiel. Bedanke mich für dein Abonnement. Klick unten auf Abonnieren, auf ein Like. Leite es an einen Freund weiter, dem du denkst, könnte dieses Video helfen. Und freue mich auf das nächste Video, wenn ich dir helfen kann, richtig gutes Golf zu spielen. Dankeschön und tschüss.